Oh, das Scheißding wird jetzt zerlegt hier. Ach, ich mach Selbstgespräche. So, dann haben wir jetzt hier das Kabel vom Rücklicht. Stefan, das ist ein Originalteil, das hätte mir bestimmt nur 5,50 Euro gegeben. Nee, war ja schon locker. Ach so, war schon eins drin. Warte mal. Jetzt. Wenn ich den Bügel abhab, kann ich sie hier rausziehen und kipp sie hier so hoch und zieh sie raus. Das passt. Okay. Millimeterarbeit, aber. Geht. Die Elektriker freuen sich da immer. Das ist das Tachogehäuse, was der Dirk gebaut hat. Hier, der Schutzbecht ist nämlich ganz schön knapp, was wir gemacht haben, aber alles cool, das ist sportlich. Felge vorne ist drin mit neuer Reife, ME11 Metzler. Und hier, guck mal, wie schön das da glänzt hier. Ein Traum. Der Motor soll so bleiben angeblich. Ja, bis jetzt noch hinter das Rad. Ja, guck mal, die Speiche. Das ist doch wieder ein Traum, wie das glänzt. Yes. Die BMW wächst langsam. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Wir haben Samstagnachmittag. Andere sind schon am Bier trinken und posieren die Mädchen und mir 3 Uhr. Okay. Bisschen kürzer gemacht werden und auch vorne irgendwie noch. Ja. Okay. Einen Lenkeranschlag brauchen wir noch. Ja. Ja, gut. Und der Nummernschildhalter soll verschweißt werden hier oben. Genau, das soll hier noch verschweißt werden, dass das richtig fest ist. Ja. Dann müssen wir hier noch ein Stück weiter zurückgehen, dass wir hier. Damit. Hier, der andere, der stimmt schon wieder, weil ich wieder BMW da stehe habe, aber egal. Wir haben wieder eine BMW. Und erst mal weggeflext. Ende das Teil. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da irgendwas passiert. Wir haben ja schon mal Batterie hier eingebaut. Benzin ist auch klar. Ah, warte mal, fliege ich auch noch mal ganz kurz. Hier oben die Ecke hast du auch zugeschweißt. Setzen wir das hier so drauf. Schieben das hier so rein. Und hier kommt der Bolzen durch. Hier bin ich an der Fußrastanlage dran. Hier habe ich einen Fixpunkt gemacht, damit der Hebel nicht so weit wegkommt. So langsam können wir jetzt dran gehen, das Ding zu zerlegen. Die Vorarbeiten sind soweit gemacht. Die Gabel muss halt noch abgeschnitten werden, aber das kann man dann so machen. Sind das hier Fortschritte mit eurem Rahmen? Natürlich, das ist unser Bestes. Gut. Das ist zu hoch hier. Rahmen mit seiner Spezial-Kawasaki. Naja, ist ja schon einiges gemacht. Und mit dem Kabelgewehr willst du klarkommen? Nein, ich habe hier unten drunter komplett neue Rolle, Kabel, alles. Und das waren die alten? Das sind die alten. Jetzt willst du einen neuen Kabelschrank bauen? Komplett. Viel Spaß. Welcome. Kawasaki läuft. So, tun wir hier gleich erstmal Bestandsaufnahme filmen. Hast du alles rausgeschmissen? Klar. Gut. Also, du meinst als Streckerumbauer, hä? Genau. Okay, sag was. Heckkürzen mit einem Rundbogen dran. Jetzt geht die Rückleuchte in den Rundbogen vom Heck. Ja. Ansonsten den Tank von der CB drauf machen. Ach, leg den gerade. Das ist schon eine 500er Honda wahrscheinlich, ja? Genau. Gut. So, die Linie vom Rahmen passt ja auch zu dem Tank. Gut. So, wir haben jetzt lange nichts mehr gefilmt. Wir haben jetzt heute mal das Motorrad so zusammengesteckt. Ja, das war ein schöner Auskopf. Oh, hier unten, das Mischstück hast du ja schon zusammengeschmeißen. Das ist die Kurve hier, ja. Ja, gut. Das mache ich jetzt hier. Yes, muss alles schön neu werden. So, heute ist der Tag, der Chef hat die Flex in der Hand. Jetzt kommt das Ding ja weg. Rockin' and rollin'.
gibt ja kein Honda, ist ja kein Honda-Rahmen mehr, das ist ein Eigenbau. Ja, ein bisschen was davon ist übrig. Ja. Das machen wir jetzt oben drauf. Okay. Ich bin jetzt hier alleine. Die Uhr ist jetzt ja, wir haben kurz vor, kurz nach 21:30 abends und ich stehe jetzt hier vor unserem super Projekt, was mir treibe. Ist auch keiner mehr da, ich bin alleine. Die Gabel haben wir jetzt angepasst. Herr Jungs, ihr habt ja Vollausrüstung. Schutzkleidung! Marco braucht die Schutzkleidung! Ja. Das kannst du natürlich anziehen, ne? Das kannst du natürlich anziehen. Weil Safety first, ne? Das ist ja scheiße. Mal fotografieren, ne? Hat jeder noch so Gotcha-Pistolen? Also ja, halt drauf. Das war mein Marcel. Ja. Ja, jeder hat noch so einen drin für eine Fahrt. Sie sind startklar. Auf geht's. Die Schuhe, die hatte ich. Schmeckt dir das da mit dem Stinkebrot? Spitzmäßig. Okay. Dann guten Appetit. Hast du deinem Kollegen auch mal was ab? Oder ist du das jetzt alles allein? Ja, hier, dann hältst du da. Ne? Der lässt schon ganz schön die Ohren hängen, ne? Er freut sich noch. Ah ja, okay. So, jetzt sind wir hier bei der Kerstin. Die hat uns, sie hat uns schon Saft mitgebracht. Die ganze Zeit haben wir das Bier aufgehoben. Ja, ja, und haben wir, gestern haben wir gedacht, scheiße, es wird schlecht, das müssen wir selber trinken. Hier, die Flasche denn geteilt, ne? Brüderlich. Dankeschön. Das war ein Körnerei. Ich hab noch einen Dommel. Lässt ja schon wieder die Ohren hängen. Er will nichts mehr sehen. Der Bunny, der hat heute schon ein paar Mal die Ohren hängen lassen. Sollen wir hier gerade mal gucken? Das hier ist so das Programm. Höchstgeschwindigkeit hatten wir heute mal 109 km/h. Und wir sind gefahren 173 Kilometer. Das war doch mal ganz gut. So, da stehen ja noch andere Daten dran, die tue ich jetzt nicht weiter kommentieren. Das ist das, was wir heute bei der Junggesellenabschlusstour gemacht haben. Und Schluss.